Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Orakel von mir. Mit diesem Video möchte ich euch allen, die heute zuschauen, die bereits lange Abonnenten sind, die kommentiert haben, die geliked haben, die interaktiv mitgemacht haben, ein riesengroßes Dankeschön erteilen. Ein sehr herzliches Dankeschön auch für all eure Spenden, die eingehen. Ich freue mich über jede einzelne. Bereitwilligkeit bedeutet für mich das Höchste. Wir starten in ein Orakel, heute etwas intuitiver als sonst. Wir legen heute kein fixes Muster aus, sondern ich lasse mich mal einfach gehen und inspirieren und starte für dieses kollektive Orakel mit der Grundüberschrift. Dafür ziehe ich Krafttiere für euch, ja? Welche drei Krafttiere begleiten euch am stärksten an diesem Wochenende? Was wird Hauptthema sein? Nachher gehen wir über zu den Zigeunerkarten und dem Crowley-Tarot. Wie immer spürt mit, die Rollen können vertauscht sein. Zeit ist flüssig, was bedeutet das? Also es kann sich auf bestimmte Tage am Wochenende beschränken. Es kann vorher eintreten, es kann nachher eintreten. Ja? Und wir blicken jetzt in die drei Impulse, wie versprochen. Welche drei Krafttiere begleiten uns, sprich unser Kollektiv an diesem Wochenende, meine Lieben? Und wir starten mit der ersten Position, die lautet die Robbe. Hier geht es um das Selbstvertrauen und um das Thema der Erlösung. Öffne dich für die Tiefe deiner Gefühlswelt, nimm dir Zeit für dich und beachte deine ureigenen Bedürfnisse. Kennt ihr eure Bedürfnisse? Und wenn ja, steht ihr zur Erfüllung eurer Bedürfnisse? Sorgt ihr dafür? Sprich, sorgt ihr für euch? Weiter geht es mit dem Affen. Hier geht es um Wendigkeit, um Flexibilität und um Kreativität. Ja? Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Sei kreativ und flexibel. Das dritte Krafttier ist der Löwe. Autorität ist gefragt. Entweder ist eure Autorität gefragt oder ihr habt es mit autoritären Menschen zu tun. Ja? Deine Meinung ist gefragt und hat Gewicht. Wirke aus deiner Mitte und aus deiner charismatischen Sonnenkraft. Ja? Eine sehr interessante Kombination von Krafttieren. Wir gehen jetzt weiter zu den Zigeunerkarten. So könnt ihr es besser sehen. Und ich hätte jetzt gerne einfach mal 5 Impulse, die werde ich jetzt gleich in den Raum stellen. Was begegnet unserem Kollektiv an diesem Wochenende vom 3. bis zum 5. Februar? Nachher gibt es noch eine zweite Reihe. Und wir starten mit dem Feind. Ja? Gibt es feindliche Menschen? Gibt es feindliche Situationen? Gibt es Menschen, die euch negativ gesinnt sind? Gibt es feindliche Plätze? Ihr werdet es wissen. Weiter geht es mit der Geliebten. Entweder seid ihr als weibliche Zuschauer hier die Geliebten, ja, dann geht es um euer Liebesleben. Und ihr werdet hier von einem Feind regelrecht betrachtet. Liegt euch der Feind im Rücken? Wer weiß. Diese Geliebte kann aber auch für eine weibliche Person in eurem Umfeld stehen, die euch am Herzen liegt. Ja? Wenn sie euch nicht am Herzen liegt, dann kann euch die auch feindlich gesinnt sein. Das wird sich für jeden von euch anders zeigen. Beide schauen in die Zukunft. Beide schauen nach vorne, das heißt, das könnte noch Thema bleiben. Die nächste Position ist die Hoffnung. Ja? Hoffnung ist immer eine sehr positive, starke Energie, ein Aufruf an euch, euer Energielevel zu halten, sprich positiv zu schwingen. Weiter geht es mit der nächsten Position, das ist das Haus. Vielleicht geht es hier um den Wunsch nach Stabilität, ja?
um euren Arbeitsplatz, um eure Immobilie, einen Wohnungsplatz. Es kann aber auch um familiäre Zusammenhänge gehen, sprich stabile Verbindungen. Ja? Und auf der fünften Position haben wir den Verdruss. Hier läuft etwas möglicherweise nicht so stabil, wie ihr das gerne hättet. Wir schauen jetzt in die zweite Reihe mit den Zigeunerkarten. Bitte jeweils um eine Klärungskarte für die bereits ausgelegten Karten. Und los geht's. Brief. Ja, hier geht es um einen Vertrag, möglicherweise um Kommunikationsmuster, um Austausch, kommunikativen Austausch generell. Welche Form nimmt dieser Austausch an mit dem Feind? Ja? Bei der Geliebten haben wir den Geistlichen. Ja? Hier ist etwas vom Leben geführt. Hier kann es um eine wichtige Seelenverbindung gehen mit dem Geistlichen. Hier können euch auch wichtige Eingebungen kommen mit dem Brief und dem Geistlichen. Ja? Wie ihr möglicherweise mit einem Feind oder in einer feindlichen Situation umgeht. Bei der Hoffnung haben wir die Falschheit liegen. Das heißt für mich, macht euch keine falschen Hoffnungen. Vielleicht machen sich auch Menschen in eurem Umfeld falsche Hoffnung. Ja? Spürt immer nach, hinterfragt auf gesunde Art und Weise, haben eure Bedürfnisse in der Verbindung, die ihr pflegt, Platz. Macht ihr für die Platz. Beim Haus haben wir die Beständigkeit. Möglicherweise geht es hier um euer Berufsleben. Ansonsten um beständige, stabile, sichere Verbindungen. Wo ist es wichtig, Hoffnung hineinzulegen? Wo ist es besser, vielleicht einen Schritt zurückzumachen, um nicht in falsche Muster, falsche Plätze, falsche Verbindungen zu geraten? Ja? Vielleicht geht es ja auch um die Stabilität im Berufsleben. Und beim Verlust haben wir gekoppelt das Glück. Ja? Vielleicht malt man hier manchmal den Teufel an die Wand. Muss vielleicht gar nicht sein, weil alles gut ausgeht. Hier spüre ich Gedankenhygiene. Und ich bin jetzt überall vollgesetzt mit Gänsehaut, meine Lieben. Ich bin schon gespannt auf die letzte Klärungskarte aus dem Crowley Tarot. Was darf ich meinem Kollektiv hier noch mit auf den Weg geben? Bitte um die Klärungskarten zu den bereits ausgelegten und aufgedeckten Zigeunerkarten. Die wollte von alleine raus. Die schauen wir uns natürlich auch noch an. Und los geht's. Beim Brief und beim Feind haben wir das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen steht normalerweise für Erfolg, für ein Angebot. Von wem bekommt ihr hier ein Angebot? Und dieser Erfolg stellt sich materiell nur ein, wenn ihr zuerst in eurem Inneren auch gearbeitet habt, mit eurem Inneren. Das ist immer von innen nach außen leben, nicht von außen nach innen. Ja? Also, von wem bekommt ihr hier ein Angebot. Dann haben wir die Liebenden bei der Geliebten und dem Geistlichen. Das spricht für die hohe Kunst der Liebe, für wichtige Verbindungen, für wichtige Seelenverbindungen, möglicher Hinweis auf Dreiecksverstrickungen, möglicher Hinweis auf Zwillingsgeborene. Im Berufsleben wäre das eine starke Kokreation. Ansonsten geht es um die gesunde Kunst der Liebe, die hier vom Leben geführt wird. Weiter geht es mit der dritten Position. Da haben wir die 8 der Schwerter, gekoppelt mit der Hoffnung und der Falschheit. Also hier haben wir das Thema der falschen Hoffnung im Raum. Möglicherweise wird hier die Hoffnung auch durch ein falsches Muster immer wieder getrübt, weil hier viel zu viele verstandesorientierte Gedanken umherflattern. Einmal hin, einmal her, einmal hin, einmal her. Das ist eine sehr starke Karte, wo entweder ihr oder euer Umfeld von Zweifeln geplagt seid.
Hier bitte erst handeln, wenn ihr wieder klar seid, bei klarem Verstand. Ja? Weiter geht's mit Haus und Beständigkeit. Da haben wir den Tod. Ja? Hier geht es um eine wichtige Transformation, möglicherweise mit Kontakt oder es geht um Kontakt mit Skorpiongeborenen. Es kann auch um eine wichtige Wiedergeburt gehen oder um eine Trennung mit der Todeskarte. Diese Trennung wäre dann zu verzeichnen, dass es nicht beständig ist, dass etwas nicht stabil ist oder es geht, wie gesagt, um das Haus, um das Körpergefühl oder um eine berufliche Angelegenheit. Letzte Klärungskarte haben wir den Hierophanten. Ja, der Hierophant, hier haben wir die dritte große Arkana liegen, spricht für den Lehrer, für den Gelehrten, aber auch für den Lernenden. Vielleicht kann dies ein Thema sein übers Wochenende. Hier habt ihr für ein bestimmtes Thema, zum Glück und für die Fülle, den Schlüssel bereits in der Hand. Ihr habt hier die Möglichkeit, auch euer inneres Kind glücklich werden zu lassen. Das ist hier einmal sehr wichtig. Und wir haben hier eine Stier-Venus, also ein möglicher Hinweis auf Stiergeborene. Wir haben hier Zwilling, Skorpion und Stier liegen. Das können jeweils auch möglicherweise eure Aszendenten sein oder ein Hinweis darauf. Ja? Weiter ist auch hier wieder etwas von oben geführt, göttlich geführt und inspiriert. Jetzt blicken wir noch auf die Karte, die unter dem Deck liegt. Unter dem Deck, Entschuldigung, die rausgefallen ist. Das ist die Karte, die 7 der Stäbe. Ja? Hier geht es um euer Wertesystem. Das ist autoritär zu vertreten, eure Meinung ist gefragt, euer charismatischer Auftritt ist gefragt, mit gekoppelt Flexibilität, Wendigkeit, etwas kann man auf viele Art und Weisen lösen, machen, kreativ gestalten und es geht um eure ureigensten Bedürfnisse. Hier habt ihr den Mut mit dieser Karte dazu zu stehen, steht für euch gerade, drückt euch mutig und tapfer in der Welt aus, und zwar an diesem Wochenende. Ich wünsche euch jetzt mit meinen Impulsen alles Liebe und freue mich bereits auf das nächste Reading mit euch. Bye, bye.